Citroën Jumper, 6 Meter lang, 2,5 Meter hoch, Baujahr 2016. Oder auch Soli genannt, unser neues Zuhause. Zumindest soll es das werden. Denn jetzt geht es erstmal an die Werkzeuge ran, denn in den nächsten Wochen wird Soli eine wahre Transformation erleben. Los geht's! Oh! So, wir beginnen heute mit dem Ausbau von unserem Van Soli. Yes. Und als allerersten Schritt kommt die hier raus. Die komplette Wandverkleidung wird rausgenommen und dann nehmen wir den Boden hier unter mir raus und dann wird Soli einmal so richtig durchgeblasen. Danach, also sauber gemacht. Und danach ausgesaugt. Genau, also jetzt erstmal alle Wände raus, sauber machen und dann kann es auch mit einem anderen weitergehen. Richtig. Aber das ist der Plan für heute. Cool, und wir beginnen jetzt los. Yes. Ja. Attacke. Die ersten Schritte. Wir haben jetzt damit angefangen, diese Gummischrauben quasi hier rauszumachen. Und manche gehen super easy und manche sind ein bisschen schwieriger. Wir haben uns hier quasi einen Schraubenzieher genommen. Und bei manchen kann man die so super easy rausdrehen. Und bei manchen geht man so hinter und zieht die dann so raus. Und das ist manchmal ein bisschen Fummelarbeit. Aber manche gehen gar nicht. Die ziehen wir dann einfach am Ende raus. Aber Schritt für Schritt geht es voran. Und wir laden gerade den Akkubohrschrauber, denn das haben wir vorher nicht getan. Ja, Organisation ist alles. Wir lernen dazu. Wir lernen dazu. Wir sind Meister, die üben. Wer will dich? Ja. Geil. Läuft, Nathalie? Ja? Läuft? Yes! Break it apart, baby! Hier hat sich jemand was ganz Besonderes überlegt, nämlich diese Gummischrauben mit einem quasi nicht vorhandenen Schlitz. Also, es ist rund. Ich meine, guckt euch das mal an. Hier, das ist einfach rund. Ich habe keine Ahnung, wie ich die hier rausbekomme. Und das ist eine ziemlich witzige Arbeit, die sogar irgendwie geht manchmal. Ich zeige euch mal kurz, wie weit wir gestern gekommen sind. Denn gestern haben wir alle Schrauben von den Seitenwänden abgemacht. Die müssen wir gleich noch quasi abnehmen. Und dann haben wir diese Schienen hier rausgenommen. Und heute wird jetzt der Boden rausgenommen. Und dann die Wände noch sauber gemacht. Die Wände sauber gemacht, genau. Letzte von denen, die total hart drin sind, kriegst du irgendwie ganz scheiße bewegt.
sie versuche ich jetzt irgendwie rauszubekommen. Okay, wieder ein Kopf ab. Manche von denen gehen super, super leicht raus. Und die hast du dann in ein paar Sekunden draußen. Und andere, die, ja, sitzt du irgendwie 10 Minuten dran. Und ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott, du Griebel. So, aber jetzt können wir die Platte rausnehmen. Und dann werde ich schauen, dass ich unten diese Gummischrauben noch komplett abbekomme. Ah nein, hier unten sind auch noch zwei. Okay. Gut, noch zwei mehr. So. Wand. Kommt raus. Let's go. Sehr geil. Danach ging es weiter ans Schrauben entfernen. Und nachdem wir dann alle Seitenverkleidung entfernt haben, ging es an die Bodenplatte. Nehmen wir mal die Bodenplatte raus. Guck, was da drunter ist. Oh, das wird spannend. Aha. Ich glaube, das geht noch nicht. Die Haken, ja, die Haken zusammen. Und wir kommen hier nicht legen. Ja. Klingt nicht raus. Das stimmt. Okay. Die eine Schraube ist so richtig ausgenuddelt und wir kriegen die gerade mit dem Akkubohrschrauber einfach nicht raus, deswegen behelfen wir uns jetzt gerade mit einer Zahnbürste und ein wenig Wasser, um die erstmal sauber zu machen und dann hoffentlich rauszubekommen, denn das ist die letzte Schraube quasi und dann wird die Bodenplatte rausgenommen und ich bin sehr gespannt, was da drunter ist. Guck mal, wie das hier läuft bei Nathalie. Wie sieht's aus? Krieg mal hin. Geil, es läuft. Oh, Zahnbürste und Wasser. Ah, oh, du hast es hinbekommen. Krass, okay. Ja, du gehst einfach da hin, wo du gerade warst. Ja. Und dann heben wir die ja raus. So. Ups. Richtig, die müssen wir aufheben. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Die Bodenplatte ist raus. Das ist jetzt unser Boden. Ordentlich dreckig. Wir werden ja auch richtig mit dem Besen durchgehen. Natürlich steht schon bereit. Und danach werden wir all diese Holme, die wir tatsächlich noch rausnehmen müssen, beziehungsweise diese Plastikdinger, die müssen wir rausnehmen. Und dann werden die ganzen Holme hier aber durchgepustet. Jetzt beginnt der Spaß. Richtig gepustet mit dem Kompressor wird jetzt einmal alle Holme freigeblasen von Staub, von Dreck, sodass der Wagen richtig clean wird. Denn wir haben gerade entdeckt, hier ist ordentlich Rost drin und der muss danach einmal befreit werden, der komplette Wagen, damit wir so einen richtig guten, eine gute Grundlage haben dann für auch unsere Kork- und Hanfdämmung. Aber erst einmal mussten wir herausfinden, wie so ein Kompressor überhaupt funktioniert. Dann haben wir einmal alles gründlich durchgepustet, anschließend gründlich gesaugt und als allerletztes natürlich noch mit dem Lappen alles gereinigt. Danach haben wir dann so gut es ging die Roststellen, Bremsenreiniger behandelt und alles nochmal durchgeputzt, sodass wir dann den 3-in-1 Metallschutzlack auftragen konnten. Willkommen zu Tag Nummer 3. Wir haben gestern angefangen mit dem Metallschutzlack hier alles zu bepinseln und sind da noch nicht ganz so weit gekommen und das ist jetzt heute unser Ziel, das zu finishen. Ja. Danach erstrahlt er in einem glänzenden Weiß. Genau, das sind jetzt die letzten To-Dos für dieses Wochenende, denn wir stellen extra noch einen kleinen Heizlüfter hier rein,
damit was zu kalt ist für den Metallschutzlack. Und das machen wir jetzt noch fix. Und dann geht's nächste Woche weiter. Ja. Wir fahren gerade zu unserem guten Freund Kamil. Den Kamil ist Kfz-Mechatronikermeister. Irgendwie sowas. Karosseriemeister. Karosseriemeister, genau. Und der hilft uns gleich dabei, aus Soli die letzten Beulen herauszumachen. Denn beim Radkasten haben wir so eine kleine Beule, die wird dann quasi ausgebeult, dann kommt Lack drüber und dann ist alles perfekt dafür, dass wir morgen, am Freitag, nämlich die Bodendämmung aus Kork machen können. Da freue ich mich schon richtig, richtig doll drauf. Gehämmert, geklopft und mit der Axt gegengehauen. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier gerade passiert. Kamil haut hier einfach gegen und das Ding sieht schon so viel besser aus. Und ich bin so froh, dass Kamil das gerade macht und wir beide das nicht machen müssen. Kamil hat hier gerade mit der Axt dagegen geschlagen und ich dachte so, oh mein Gott. Und Gott sei Dank weiß er genau, was er hier tut. Und es geht weiter. Guck mal, so sieht das jetzt hier schon aus. Schon viel runter. Und das Loch hier, was hier vorher war, ist schon quasi zu. Erfüllt euch jetzt das Loch hier. Verdichtet das. Und geht so dermaßen ab. Das ist wie Schweißen. Und dann haben wir festgestellt, dass die Plastikabdeckung an unserem Radkasten sich gelöst hat. Wir haben den Kleber entfernt und alles bereinigt. Und dann ging es ein paar Tage später weiter. Wir haben neuen Superkleber, der eigentlich fürs Bad ist, aufgetragen und dann die Abdeckung wieder festgeklebt. Der Kleber musste dazu 24 Stunden einziehen, sodass wir eine kleine Konstruktion gebaut haben. Eine richtig gute. Das darf nicht. Mach ich. So, nachdem der Radkasten jetzt richtig ausgebeult wurde und jetzt wieder in Form ist, werde ich nochmal mit Metallschutzlackspray rübersprühen, so ja, dass auch die Grundlage perfekt ist dafür, dass es hier kein Rost gibt. Und ich teste dieses Zeug jetzt einfach mal aus. Ich bin natürlich kein Experte, aber früher im Airbrush habe ich das halt eben so gelernt, dass man das von relativ weit entfernt aufträgt und dann schön gleichmäßig in fließenden Bewegungen Schicht für Schicht drauf macht. Und dadurch entstehen dann auch nicht hier diese Nasen, sondern das ist schön gleichmäßig. Dann lässt man das Ganze antrocknen und dann kommt die nächste Schicht und die nächste Schicht drauf. Das haben wir dann nochmal alle restlichen Stellen mit Metallschutzlack bepinselt, bis das Wetter halt einfach nicht mehr mitgespielt hat. Also in den nächsten 10 Minuten sollte es auf jeden Fall nicht regnen. Was danach passiert, mal schauen. Was danach passiert,
das steht im Himmel geschrieben. Diese Wolken bewegen sich so unfassbar schnell und wir haben einen Wechsel zwischen Sonne und Regen heute. Das ist der Wahnsinn. Und das war die erste kleine Transformation von unserem neuen Zuhause. Es dauerte länger, als wir dachten, und es ist ein so wunderbares Gefühl, alles einfach zu sehen, wie es entsteht und wie sich Soli Tag für Tag zu einem kleinen Zuhause transformiert. So, die Stunde der Wahrheit, die unsere Konstruktion hält, sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt wird's spannend. Das wird die Stelle. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Oh, hält. Oh, sieht das gut aus. Geil. Hält. Wir haben es geschafft, Alter. Mega cool. Also, Superpower Bartkleber. Funktioniert. Oh mein Gott. Enjoy your soulful journey. Wir sehen uns nächste Woche. Da geht es weiter mit unserer Kork-Bodendämmung. Ciao und bis dahin.